Come to the final part of Aragami. Richtig. Vielleicht machen wir noch Aragay. danach noch einen langen Part. Mal sehen. Ich predikte, Yumiko ist der Hauptbösewicht. Ich predikte, das wird der Bossfight. Wenn es einen gibt. Und wenn es das letzte Kapitel ist, falls, ne? Ja. Stimmt. Oh, du musst lesen. Gibt's hier eine Schriftrolle? Ah, ne. Ich habe gerade sogar noch nachgeguckt wegen dir. Irgendwie fühlt sich das kurz an, das Game. Ja. Man soll auch öfter failen, glaube ich. Warum hast du nicht mit Lenny durchgezogen eigentlich? Lenny hat War ich nicht ja kurz vor. durchgezogen. Achso. Der guckt dich ja. Yamiko, was ist das für ein Ding? Yamiko! Ja, Michael. Leider keine Zeit für die gute Sprachstimme. Was macht die? Die Aber warum betet. sind die alle so Cheater eigentlich, die von Kayo, dass die alle wissen, wo wir einfach sind? Ah, klar. Wie viel Schatten ist das, hat er bitte? Ja. Ohne dass da Schatten ist. Der hat ein Schwert und kämpft auf dem Boden. Genius. Iku! Soll jetzt so schießen? Ja, sicher. Ja, das ist verdient, wenn du so einen Move machst. Alter, wie krass. Das ist ein cooler Reiz. Ah, jetzt benutzt sie ihr Schwert. Okay. Wie der Scheiß. Rio? Warum sei? Ach, Digga, das war jetzt zu schnell. Jetzt küsst er die einfach. Alter, mit meinem Skill würde ich hier abstechen. Guck mal, wo er seine Hand ist. Was hast du gerade gesagt? Hast du seine Hand gesehen? Wo? Das ist ja auf der. Ah, ah, ja. Okay, warte, das mach ich. Wie kann das sein? Ich hab dich gespielt, Rio. Dieser Name, wer ist Rio? Sag's mir. Also, Zeichen. Rio. Es gibt keine Boxing. Der erste. Was hat das mit mir zu tun? Du bist der erste General der Kaio. Du hast. Töten ist meine Pflicht. Dich zu töten ist meine Pflicht. Darum bin ich hier. Yamiko, wer bist du? Wo bist du? Yamiko. Wer bist du? Digga, ich garantiert ist Yumiko der Endboss. Yamiko. Yamiko! Du hast vorher das Kraus so vergessen. Jetzt gibt alles Sinn. Was? Ich hab was gesagt. Ja, aber das Schlagungszeichen. Punktungszeichen. Du bist Rio! Ausrufungszeichen! Ich war mein Tod, das habe ich auch schon gedacht. Ausrufungszeichen. Ich habe sowas das gedacht. Das ist lächerlich. Ich hatte keinen nee, Bock. Das. Achso, warte, das. Ich wusste irgendwie, dass er gut ist. Wenn du nicht hier bist, warum hältst du mich an? Ausrufungszeichen. So. Darum oder da? Du weißt es. Punktungszeichen, du weißt es. Ich Punktungszeichen. So klar. Ah, du musst wieder viel reden. Dich zu erinnern. Du bist näher gekommen. Punktungszeichen, um die nicht so gut zu besiegen. Punktungszeichen. Nein! Ach, Yugi, Punktungszeichen, Hikaru. Wir alle. Alle Kommandungszeichen, die sich gegen die Tür an den so hohen Punkt abläuft, der alte Meister Tsuyoshi. Ja, den kennen wir. Nein. Wer ist Tsuyoshi? Nein. Okay. Die Mann hat diese neue Welt, die kennt kaum Punktungszeichen für
hormone technik in dessen Körperzeichen aber es hat nicht gereicht. Punktungszeichen. Du hast sie bei ihr Begrenzen ausgetrieben. Punktungszeichen. Du hast dich geopfert, Kommandungszeichen, um uns eine Chance zu geben. Wow. Aber wir konnten sie trotzdem nicht besiegen. Ja. Genug. Wieso setzt du dich, Rio? Es kann nicht stimmen. Wenn das wahr ist, Kommandungszeichen, was habe ich dann die ganze Nacht getan? Einfach eine Nacht. Frage. Wollte ich gerade fragen, ist es alles in einer Nacht hier passiert? Ja, ich schätze mal nicht. Ich schätze mal schon. Welcher Nacht ist so viel Gewitter? Und warum sind wir so krass? Lass die Schuld nicht der Heilung verbringen. Lass sie fließen. Punktungszeichen. Du musst dich erinnern. Oh, wie gut animiert. Ey, der sticht uns gleich ab. Hast du es gesehen? Ich wusste, die Lichttypen sind gut. Und ich habe sogar überlegt, ob der Typ. Ah, das ist Tsuyoshi. Der alte Typ. Ja, ah, jetzt hat er das aber ziemlich Sinn. Schnell beigebracht. Das sind unsere Flashbacks. Ja. Ah, aber ich habe wirklich an so schon ganz ehrlich gedacht. Ah, da. Ja. Ah. Boom, boom. Ja, sie waren 49er Fuchsgeist. Ich wusste, dass Yamiko die Böse ist, Digga. War auch ziemlich offensichtlich. Ich wurde übrigens schon verraten. Von? Die hat gesagt, wir konnten den Schattenkaiserin nicht aufhalten, du bist Ach so. Rio. Ach so, ja, ja, aber ich meine, ich wusste es schon die ganze Zeit. Danke fürs Schwert. Jetzt hat er die getötet. Steck sie ab! So. Kopf ab. Sora! Ich komme zurück. Sora! Was? Was habe ich getan? Ich habe uns getötet. Uns alle getötet. Meine eigenen Männer getötet. Als wären sie nur Vieh getötet. Ich habe Hirako gezwungen, Kommandozeichen, sich selbst zu töten und jetzt dich. Getötet. Getötet. Sich selbst zu töten, getötet. Ja, ist zu Ende. Bitte vergib mir. Ich habe alle unsere Leute umgebracht, bitte vergib mir. Und dich. Entschuldige dich nicht. Es war nicht ein Vieh. Du weißt, wer das getan hat. Mein Licht. Ich fühle, es vergeht. Oh, der halbe Part wird einfach nur lesen. Ich weiß, es geht schon 8 Minuten so. Um mich. Was ist? Es geht schon 8 Minuten so. Nein! Ausrufungszeichen! Ich werde nicht sterben lassen! Ich verliere dich nicht nochmal. Ich bin genug! Ich bin glücklich! Glücklich! Dich wiedergesehen zu haben. Oh, da muss ich mir das so ähnlich sehen. Meine Seele ist endlich. Sora! Sora! Nicht einschlafen. Es ist nicht Bettzeit. Es wird Tag. Boah, ich hab jetzt nochmal geschlagen. Ah, hat sie nochmal abgeschossen, hast du es gesehen? Mit dem Schwert meinst du so? Ja, ja. Und jetzt Yamiko, die Fatze. Ja, war ein heiliger Kreis. Yo, Mann. Irgendwann, wenn ich so mit dem Zug zu dir fahre, dann gucke ich mir das ganze Let's Play an. In der zweiten Version ist das Ende übrigens abgecuttet. Wie? In der zweiten Version? In der Koop-Version. Ich weiß nicht warum. Wie? Was fehlt denn dann da?
Storyteil? Ja, ein kurzes, kurzer Teil bis Ende. Dann erklär mal, was passiert im Ende. Weiß ich selber nicht mehr. Ich habe alles gekippt gestern. Denk ich. Übrigens, ich wusste es, ich konnte es auch nur predicten, weil ich schlau bin. IQ. Caruso, oder wie der Typ heißt. Wie dumm das aussieht. Jetzt ist sie wieder eine Schattenkönigin. Das heißt, was dumm aussieht, ist das Holz rechts. Au. Easy. Du musst ja jetzt einfach ein paar Mal abschalten. Oh, die Musik passt ja so gut. Hallo. Passt gar nicht zu einer Schattenkönigin, dass sie so weiß ist, weißt du? Die ist halt unschuldig. Ah. Okay. Ich bin frei. Ich bin frei. Du hast es geschafft. Arakami, komm zu mir. Ah, und die weiß gar nicht, dass wir mit der geredet haben. Anscheinend nicht, weil die in dieser komischen Phase war. Du bist großartig, ich bin nicht so hier wie besonders. Wie konntest du? Wie? Ne, warte. I6. Deine Verbindung ist abgekackt. Nicht dein Internet ist abgestürzt. Ich tue dich jetzt am Handy an. Dein Internet ist abgekackt. Hallo? Rocco? Rocco. Wie bitte? Rocco, halt an! Ja? Das lade ich so hoch. Hallo? Mach deine BÜ aus. Mach deine BÜ aus. Hallo? Liegt an dir, glaube ich. Nein, es liegt an dir. Safe nicht. Doch, hast deine BÜ ausgemacht? Ja. Es lag garantiert an dir, hab's gesehen. Ganz wie das. Ja, jetzt ist nicht mehr. Ich will es nicht nochmal vorlesen. Doch. Hier, wie konntest du mich so benutzen, bist du doch? Ich bin raus, ne? Brich mal ab. Ey, ich will es nicht vorlesen. Wir skippen einfach zu dem Punkt. Die sowieso mal Termin in der Vergangenheit. Ich lese kurz durch und dann skippen wir alles nochmal wie den Boss. Ich hab meine Vergangenheit mit Versand, den ich als erinnern wollte, seit dem Anfang. Piep, piep, piep. Was willst du sagen? Als ich mich für einen anderen, mir ist die Asie eingefallen, aber es mich nie wieder blenden. Das ist das krasse Ende. Das breakt so ein bisschen die Immersion, würde ich sagen. Bist du sicher? Guck, ich werde das nächste Let's Play auch noch machen. Sehr. Alter, ist die unfair. Ich weiß nichts darüber. Rette mich bitte. Space überspringen. Wahrscheinlich. So, warte. Zurück zum Hauptmenü. Ja, ich bin mir sicher. Ich hab ne krasse Idee, was ich jetzt mache. Wir können die Dings skippen. Ey, Isaac, wir bleiben aber beim selben Part noch. Hast du Part abgebrochen? Was? Hast du einen Part abgebrochen? Nein. Gut. Für die Zuschauer ist es ein bisschen unschuldbar, aber es ist ja auch witzig, das zu sehen, würde ich sagen. Wir skippen einfach zu dem Punkt, wo wir gerade waren, würde ich sagen. Oder einfach direkt zum Kampf. Bist du durch gewesen mit der Story? Ja. Okay, dann können wir direkt zum Kampf skippen. Post. Kapitel Penis. Öffentlich. Bist du besoffen? Ja, okay. Wie eine Fotze. Ja. Wie ein Deckel. Was? Komm. Komm. Und kam das Spiel eigentlich raus? Ne? Welches? Welches wohl? Zwei? Fortnite? Nee, wann kam das raus? Oder ist Aragami 2 auch schon draußen? Es kommt dieses Jahr im dritten Quartal raus. Wie ist da, was soll eigentlich die Story sein? Eine neue Story oder ist immer noch nicht unterwegs? Hier immer noch. Es gibt. Das ist ja Aragami-Story und dann gibt's noch das DLC. Warte mal! Was ich aufnehmen werde, das werde ich nicht spielen. Das werde ich. Nochmal. Achso. Werde ich noch spielen? Du kannst. Ja. Okay, ich bin Leertaste Kommentator dann. Leertaste gedrückt halten. So, genau. So, jetzt kommt sie. Und wie besiege ich die? Digga, wir sind jetzt. Ja, aber wie kann man die besiegen? Wir! Nee. Heißt es. Hallo! Du musst zu der laufen und sie abstechen. Warum läufst du gegen den? Dann ist sie.
Hi, na, was geht? Warum läufst du die ganze Zeit gegen die Mauer? Zack, in die Fresse, alte Dorf. Ist echt zu einfach, wenn du mich nicht mehr kannst lassen. Ich hab dein Internet wieder. Ah, ne, ist meins. Hallo? Hallo. Hallo? Ja. Ich jetzt nochmal? Mein Internet ist wieder weg gewesen. Du bist wieder ausgetappt, Dings. Ausgeflogen? Mhm. Ja, okay, dann. Lass mich mal kurz testen, wie das so geht. Alter, ist die unfair. Und wie kann man die angreifen? Leertaste. Ja, warte mal, die platziert da hinten irgendwas. Warte kurz. Ja, der hat Schienen, die sie platziert. Ja, ja. Ah, ich kann die einfach mit Kunais abwerfen. Ah, kann die auch, die Scheißflotze. Ja, kannst du jetzt endlich mal rausgehen? Ja, ja. Wollte nur testen. Geschichte, EU, Mehrspieler, Host. Es tut mir jetzt leid, dass die eine Frau gestorben ist. Die war übelst die Ehrenfrau, die war übelst stark. Nein, die hat mich richtig, die hat richtig penetriert in dieser einen, in der einen Mission davor. Und du magst keine Menschen, von daher. Wenn du einen Mensch nicht magst, dann magst du ihn. Ich nehme es eher übel. Ich meine, ich habe alle abgestochen, die lebten. Aber. Join doch jetzt. Die hat mich genervt. So, wie fandet ihr den zweiten Break? Damit ihr wisst, wie das aussieht. Ne? Richtig, das wollten wir extra nochmal reinbringen. Wie man so eine, Lobby öffnet. Das war so, gewollt. Ne? Kann auch sein, dass wir es gleich nochmal zeigen. Dabei, ich hab's gerade eben nicht eindeutig erklärt. Mal gucken. Schauen wir uns gleich nochmal dazu. Vielleicht. Das ist gleichzeitig auch ein Tutorial, das werde ich auch in den Titel schreiben. Ja, Ice Sex, wir machen auch eine Playlist dann, gell? Ich nenne die Aragami mit Ice Sex. Ja, ich nenne. Da, ich hab's abgeworfen. Ja, ich glaube, das wird nichts. Warum? Denkst du wirklich, dass du mich bedienen kannst? Ich schalte jetzt nicht so. Da bist du! Ich kenne sie. Wir bleiben beieinander. Wenn ihr einen angreift, dann greifen wir sie an. Nein, nein, wir bleiben auseinander. Okay. Ich glaube, du verstehst das Wort nicht. Hm? Ah, da vorne ist sie. Was flüstert die? In die Fresse! Bam, hab's auch nochmal. Mein Hit. So. Ja, was war denn die Antwort? Ich weiß es auch nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Ich hab sie ein zweites Mal. Fast hatte ich sie. Zweite Phase beginnt, komm her. Okay. Oh, ich hab einen neuen Typen ausgewählt. Wie findest du es? Ja, ja. Cool, da. Du schießt das und dann musst du einmal teleportieren bei jedem. Okay. Bei denen, weil die dich verfolgen. Warum haben wir nicht solche Fähigkeiten? Und da musst du dich dahinter stellen, hinter irgendwas. Oh. Scheiße, die hacken. Ah ja, achso, ich wollte mich stellen. Nee, ich auch. Ey, warte, ist mir jetzt wieder bei... Kunai! Nein, nein, wir sind in der zweiten. Es gibt... Ich glaub, Kunai bringt's. Einmal das, da muss man sich teleportieren, also in Bewegung bleiben. Und dann einmal das, da musst du dich hinter irgendwas verstecken. Oder man TP ich einfach ganz hin und her. Ja, das geht auch. Ah, ich glaube, sie fokust sich, das ist gut. Ach so, ja, um sie anzugreifen, muss sie von oben angreifen. Ah. Glaube ich. Jedenfalls war das sonst so. Scheiße, geht nicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch machen oder soll ich mich gehen lassen? Ja, mach. Ich habe keine Energie mehr. Ah, jetzt. Das war der Boss? Achso. Ja. Ne, war das der wirklich jetzt? Ja. Nein. Doch. Es ist halt ein Story-Game. Das ist... Der hat sich wieder überstülpen lassen, Aragami. Wieder? Ja, nur noch 200 Tries. Warum hat die da Blut am Arsch? Wo? Oh mein Gott, bin ich jetzt ein Superdrache? Ja, das ist von Chen Long. Das ist Ryutas. Wow. Aber wenn er eigentlich nur auf seine ihre Füße gezielt, ist das ein Fußfetischspiel? Kibo! Oh, Ehrenmann! Der Vogel, Digga! Richtiger Ehrenmann! Was ist das für ein Vogel? Was ist das für ein Vogel, Alter?
Sein Teammate? Oh mein Gott. Jetzt, Jo. Hey, wir haben die helle Welle gemacht. Helle Welle. Bleibt sich ja. Oh, wie geil. Jetzt sterben wir. Mein Arm ist so Trick, dürfte diese Körper nicht überstehen. Noch sein. Es ist noch so ein Trick. Noch ein. Danke, Kibo. Wenigstens einer von uns wird es schaffen. Wer ist Kibo? Der Vogel? Ja. Nee. Ach, das ist der große Vogel. Nee, das war. Ja, genau. Ich glaube, die Taktik ist einfach nur. Also, die Ability ist so. Der Vogel heißt Kibo. Janiko, ich habe nicht das Recht, dir vorzuwerfen, was du getan hast. Die Wut, der Durst nach Rache in deinen Augen. Ich kenne sie aus der Zeit, als wir die Morde unserer eigenen Familie getötet haben. Kenne, also. Aber wir hatten ein... wir hatten ein wenigstens einander. Wir hatten wenigstens einander. Wir waren für unsere eigene Familie von der Rache zusammengehalten. Aber du... Du warst allein, du hast alles verloren. Wenn ich die anderen verloren hätte, wäre ich so geworden wie du. Hast du gleich alle getötet? Sind wir uns gar nicht ähnlich. Unähnlich. Oh. Punktdauerungszeichen, jetzt mal weiter. Quack! Irgendwo da sollte gecuttet werden, oder es war eine früher so und die haben das gefixt. Ja, es geht jetzt die ganze Story zurück. Ja, bei der Digga, war einfach eine so Disco-Party. Disco, Disco, Pogo. Wir sind Blätter in einem Wirbelsturm, Yamiko. Einem Sturm der Rache. Ein Orkan aus Licht und Dunkelheit. Der schon gewütet hat, bevor wir überhaupt geboren wurden. Er hat uns fortgerissen. Jetzt sind wir es. Die es sich drehen lassen. Dieses. Jetzt sind wir. Es. Punkterungszeichen. Es muss aufhören. Warte. Ich weiß, was kommt. Ja, Mike. Er macht die japanische Version. Achso, ja, ja, warte. Muss ich kurz suchen. Da. Ja, mach. Ich will warten. Ja, Miko. Ey, ich bin mit irgendwelchen AirPods verbunden. Ich hab gar keine. Stopp. Ach. I6. Ich wurde mit irgendwelchen AirPods verbunden. Ich wünschte, es könnte anders sein. Ah, jetzt alles gut. Ich hab ein paar Dinge. Oh mein Gott. Rio, was ein Ehrenmann. Der sieht hier hässlich aus. Hä, ist bei dir auf sie gefilmt? Ja. Bei mir flog sie einfach. Ich dachte, Alter, ich muss sagen, hält seinen Körper nicht aus. Er haut gerade 3 Attacken drauf. Ja, aber nein, mit so einem Whipslash meint er. Ja, aber sein Arm ist doch... Jetzt. Oh, ich bekomme gar Gänsehaut. What the fuck, warum... Weil die Musik gut ist. Ja, weil das ist so schlecht programmiert. Ich auch. Ja. Vor allem, weil wir so ins Sicherliche ziehen. Ja. Jetzt auf einmal hat er es überlebt. Happy End. Spaß, aber ich glaube nicht, dass es ein Happy End hat, das hier. Wir haben einfach die ganze Menschheit ausgelöscht. Jetzt haben wir überlegt, jetzt müssen wir noch die Bösen töten, die Dunkeln. Oder sind die alle tot? Ja, natürlich. Ach, die sind alle tot? Ja. Ah, haben die Lichttypen gut gemacht. Oder wir spielen das DLC und es ist anders. Ich hab's noch nicht gespielt. Und jetzt haben wir noch alle Dunkel so. Und jetzt haben wir als Helle alle Hellen getötet. Wir können jetzt eine Special-Episode machen, wo wir Custom-Maps machen. Spielen. Es gibt Custom-Maps? Ja. Von Spieler. Ich hab eine eigene Creator, aber ich weiß nicht, wie man die online stellt. Oh, wie cool. Warte, erstmal, wenn die Story zu Ende ist. Ja. Oh, das war korrekt von ihm. Das ist ein süßes Ending. Was für ein Thronsaal ist das eigentlich? Danke fürs Spielen. Arasgami. Jetzt verstehe ich, wofür das Gami steht. Ich nicht. Mach das I zu einem Y, dann wäre es Gami. Und das wäre fast wie ein Game. Arara Game. Schießen. Also jetzt kommt unser Fazit, Leute.
zu dem Spiel? Eins meiner Lieblingsspiele. Ich find's scheiße. Soll ich jetzt auf Ernst ein Fazit da lassen? Nee, ich fand's tatsächlich fresh. Die Story war gut. War scheiße animiert, die Cutscenes, cool. Aber es ging. Die Cutscenes waren sehr kacke animiert, sah einfach aus wie Knethände, Mann. Also, war übelst behindert, so. Und war auch zum Teil kacke programmiert. Ich hoffe, der zweite Teil wird einfach gut. Deine Fresse. Also gut programmiert. Das Spiel war schon geil. Das ist ein Indie-Game. Indiana? Nee, von einem kleinen Team einfach. Ich weiß nicht, was Indie bedeutet. Dachte, ich habe es gerade mit Indiana ernst gemeint. Nein. Also, du kannst es übrigens skippen, aber ich mag die Musik. Nee, ich hab die sogar in meiner Playlist auf Tidal, also sozusagen für euch, Spotify. Aragami 2. Ey, das sieht ja krass aus, aber das sieht ja mal krass aus. Es sieht sogar diesmal gut programmiert aus, also besser. Und man soll zu dritt spielen, glaube ich. Also man kann. Boah, das wäre geil. Also ich habe drei. Okay, ein bisschen ist cringe. Ich habe in aber drei Stück gesehen. Wieso ist geil das cringe? Oh, es gibt Health Bars. Echt? Ja. Also ich habe noch nicht so viel über das Spiel gesehen. Ich habe nur das. Okay, man kann auch. Hä? Okay, es ist nicht mehr so, dass wenn man sieht, irgendjemand tötet oder so. Es ist nicht mehr so Secret. Du kannst da so blocken und dann kämpft ihr so gegeneinander. Und man kannst du durch mich, ja, ich sehe es gerade. Ja. Thank you. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich glaube, wir drehen jetzt noch ein extra Band mit extra Maps. Würde ich sagen. Nee. Sonst kommt mein Vater und sticht mich ab. Echt? Ja, man kriegt alle Erfolge. Glaube ich. Boah, bin ich so gut, dass ich alle habe. Auf normal. Alle Schüsse. Enter. Und was passiert jetzt? Bin ich jetzt im Ladescreen wieder? Jupp. Ja, das Spiel war gut. Okay. Dann würde ich sagen, tschüss, Zuschauer.